Moin moin liebe Community, es ist endlich soweit. Das letzte Do-It-Yourself Akku-Pack ist endlich fertig und ich wollte euch jetzt in diesem letzten Teil zu diesem Akku-Pack nochmal einige Änderungen zeigen, die ich jetzt in dem Pack-Design vorgenommen habe und dann das Pack in Betrieb nehmen. Ja, und dann kann ich feiern, endlich fertig. Mittlerweile hat sich natürlich durch diverse andere Videos und Inbetriebnahmen, die ich zwischendurch getestet habe, das EEL-Gehäuse oder den Gobel Power Akku ergeben, dass ich jetzt kein siebtes Pack mehr basteln muss, da ich sowieso Kapazität genug habe, so dass es jetzt bei diesen sechs Packs bleibt. Ich bin aber auch ganz froh darum, weil hätte es zu Anfang, als ich diesen Akku angefangen habe, vor ziemlich genau 2 Jahren, diese Gehäuse schon gegeben, dann hätte ich mir gar nicht die Arbeit gemacht. Aber sei es drum, das letzte Pack nehme ich jetzt noch in Betrieb. Und freue mich an dem, was ich gebaut habe. Ich zeige euch jetzt mal, was ich noch so gemacht habe. So sieht jetzt das letzte Pack aus. Und hier vorne vor kann man die Frontplatte sehen. Die ist momentan geöffnet und noch nicht komplett fertig. Oben das Kabel muss noch angeschlossen werden. Der Knee Balancer, der hat hier vorne entsprechend seine Stecker. Ich stecke die Plus-Minus-Verbindung hier mit diesem kleinen Steckerchen an. Das reicht aber auch total locker aus. Ansonsten habe ich, wie in den letzten Packs, die ich gebaut habe, die Balancer mitten auf die Busbars gesetzt. Das hat sich auch als echt gut bewährt. Da habe ich nämlich seitdem keinen Ärger mehr. Das funktioniert jetzt einfach wie geschnitten Brot. Aber gut, das sind halt alles so Learning über Zeit, die man machen musste. Die Zellen sind alle durchgetestet. Hier sieht man, ich hatte mal eine Zelle hier geschaut, ob das mit dem Barcode so passt. Deswegen hatte ich hier das abgezogen und leider wälzt sich das immer noch nach oben. Vielleicht muss ich da mal noch einen Tropfen Kleber drunter machen, dass das auch unten bleibt. Über Zeit bin ich weggegangen von dem ursprünglichen ESP32 Design, was ich mal gemacht hatte, und habe hier so ein fertiges Board entsprechend mit Relais an Bord. Der ESP32, der steckt hier oben drauf. Da ist ein Tasmotor und der steuert dieses ganze Ding im Endeffekt, also die Lüftung, und hat hier die 4 Temperatursensoren noch zusätzlich, die oben auf das Akku-Pack gehen. Des Weiteren ist dort hier diese Platine angeschlossen und diese Platine kann mit 2 unabhängigen Temperatursensoren, ihr seht hier vorne ist jetzt nur einer eingesteckt auf der Seite, und auf der anderen Seite kann man 4 Lüfter anschließen, 2 Lüfter anschließen. Jetzt ist nur einer dran. Ich habe mich jetzt mittlerweile hier für so große, starke Industrielüfter entschieden. Die sind wirklich richtig prima. Erstens hört man sie nicht, wenn sie im niedrigen Drehzahlbereich sind, und sollte es mal wirklich sehr, sehr warm werden, dann können die auch richtig was wegschaffen. Der Lüfter wird, wie gesagt, gesteuert hier über diese Platine. Die ist programmierbar. Da kann ich also auch eine Rampe anlegen im Endeffekt, wie schnell der Lüfter bei welcher Temperatur laufen soll. Und das eigentlich für 2 Lüfter. Ich brauche aber nur einen, von daher habe ich diese Platine genommen. Ich verlinke euch die ganzen Sachen natürlich unter dem Video. Es gibt ja doch mittlerweile einige Nachbauer von diesen ganzen Geschichten. Hier drunter ist wie üblich, ich versuche es mal gerade aufzumachen, die Sicherung. Wie man hier sehen kann, bin ich mittlerweile auf 200 Ampere gegangen. Einige der Packs haben 170 Ampere. Das war jetzt einfach, weil war da. Die Sicherung ist eh nur dafür da, die Verkabelung zu schützen. Und diese Kabel, das sind diese, ja, ich weiß jetzt nicht genau, wie sie heißen. Achso, doch, steht drauf. NSGAFÖU-Kabel. Das sind sogenannte selbstsichernde Kabel. Das heißt, die sind so von der Isolation gemacht, dass selbst bei einem Vollkurzschluss die Isolation nicht durchbrennt. Was ich jetzt hier in dem Gehäuse natürlich total wichtig finde. Außerdem die 200 Ampere Sicherung, die sollte dann auf jeden Fall reichen. Ich denke, dass das so ganz gut gelöst ist. Die Schalter, auch nach denen bin ich mittlerweile gefragt worden, die gibt es leider überhaupt nicht mehr. Ich habe damals die 48 Ampere 250 Ampere Version eingebaut, 48 Volt, 250 Ampere Version hier eingebaut. Die gab es eine Zeit lang auf Amazon so zu kaufen. Mittlerweile ist sie aber in dieser Form nicht mehr kaufbar. Mittlerweile haben die alle so ein Gehäuse drumherum und sind etwas
ja, von der Bauweise anders, aber nicht mehr diese zum Reinschrauben. Jo, daneben der altbekannte Knee Balancer 4 Ampere Active, mit denen habe ich echt genau null Ärger, die habe ich eingestellt mittlerweile, dass sie ab 3,4 Volt anfangen zu balancen pro Zelle und bei einer Differenz von 15 Millivolt. Das heißt, wenn die beiden Kriterien erfüllt sind, legt er los. Und die arbeiten aber für gewöhnlich kaum, merkt man nur sehr, sehr selten. Da ja nur noch zusätzlich hier von dem Battrium die ganzen Boards oben auf den Platinen, auf den Zellen sitzen, sagte ich ja schon. Verkabelung sieht noch ein bisschen wild aus, so richtig schöne Lösung dafür habe ich leider nie finden können. Ich hatte erstmal ursprünglich darüber nachgedacht, die Verkabelung irgendwie in so einen Kabelkanal zu machen, hat sich aber nicht so als so richtig gut herausgestellt. Nächste Änderung, die ich noch vorgenommen habe, ihr seht hier zwischen den Zellen diese gelben Platten. Auch die kann man fertig kaufen. Da habe ich mir echt viel Mühe gemacht, die alle aus damals aus Plastik, also aus, ich weiß gar nicht mehr, was das war. Egal, irgendwie so eine dicke Plastikfolie auszuschneiden zur zusätzlichen Isolation der Zellen. Jetzt habe ich hier Epoxyplatten dazwischen, 0,5 mm. Gibt es für eine schmale Mark. Von daher habe ich mir gedacht, die Arbeit mache ich mir nicht mehr. Jo, so viel zum Design. Also das ist jetzt das letzte Pack mit sämtlichen Iterationen, die ich so durchgegangen bin. Und wer jetzt sich fragt, warum zum Geier setzt der immer noch auf Holz? Erstens mal, weil ich damit angefangen bin damals. Und zweitens mal, weil sollte aus irgendeinem Grund der Zündpunkt dieser Zellen erreicht werden. Also auch Lithium-Eisenphosphat-Zellen können irgendwann anfangen zu brennen. Die tun sich ein bisschen schwerer damit als zum Beispiel NMC-Zellen, aber sie können es auf jeden Fall. Sollte da ein Zündzeitpunkt passiert sein. Ich schütze, wie gesagt, alle Zellen. Ich habe hier insgesamt 37 Temperatursensoren drin in dem Pack, also pro Pack. Dann ist das bisschen Holz auch egal. Das ist dann ja, Add-on. Da kann man dann, kann man sehen, wie man will. Ich kann diese Zellen mit diesem Gehäuse relativ schnell aus dem Haus rausbringen. Aber sollte es wirklich ein richtiges Feuer geben, bei mittlerweile dann 100, ich weiß gar nicht, wie viel habe ich denn jetzt? 120, 128, genau. 128 Zellen sind es mittlerweile, die ich habe. Dann hat man sowieso ein ganz anderes Problem. Ich überlege aber tatsächlich in Zukunft, da noch so eine Art Batteriehäuschen draußen vorm Haus zu machen, wo ich die ganzen Zellen dann reinschiebe. Gut, so viel zu den Änderungen. Ich baue das jetzt mal zusammen und dann nehmen wir das Akku-Pack zusammen in Betrieb. Wie das immer so ist, das Pack ist fertig, es ist alles verbaut, es ist genauso wie es sein soll. Ich muss nur noch einen Deckel drauf machen und was fällt mir dann auf? Ich habe gestern Abend den Knee Balancer testweise laufen lassen, hatte alle Zellen, ich zeige euch das mal gerade, hatte alle Zellen schön auf etwa 3 Millivolt Differenz oder 4 Millivolt Differenz, irgendwie so in der Richtung. Und jetzt guckt euch mal Zelle 5 an. 3,384 Volt. Okay. 89 Millivolt Differenz, ohne dass ich irgendwas gemacht habe. Dann habe ich gedacht, na, puh, vielleicht ein Widerstandsproblem. Und dann habe ich mein Fluke angeschlossen und das Fluke zeigt an 3,3829. Also ziemlich in der Nähe, was der Knee anzeigt. Und wenn man die anderen Zellen anschließt, ich nehme jetzt einfach mal eine andere Zelle, nur um zu beweisen, dass das passt. So, ich habe da hinten jetzt die Zelle 6 angeschlossen. Also von nie den 6er. Da sehen wir hier auf der Anzeige 3,463 Volt. Und hier sagt er 3,46224 Volt. Also auch ziemlich nah dran. 6 Millivolt Unterschied. Oder nee, 6 Millivolt, wie auch immer. Knapp vorbei ist auch daneben. Auf jeden Fall ist die Zelle kaputt. Und zwar nur eine. Alle sind beisammen. Ja, wenn man sich das anguckt, wir haben auf dem System eben gesehen, dass die alle nahezu gleich sind von der Spannung her. Aber die eine Zelle ist definitiv kaputt. So, was heißt das für mich? Ich rupfe das jetzt alles wieder raus und tausche die Zelle aus. Na super, klasse. Das fällt einem natürlich erst dann auf, wenn alles sowieso verbaut ist. So, die Reparatur ist beendet.
alle Zellen sind jetzt im Bereich von 1 Millivolt, kann man hier ganz prima sehen. Also passt jetzt auf jeden Fall. Jetzt mache ich den Balancer wieder aus und lasse das Ganze mal ein bisschen stehen. Ein bisschen auseinanderlaufen dürfen sie, aber nicht so krass, wie das vorher war. Mal schauen, ob das jetzt besser funktioniert mit den neuen Zellen. Ich habe das ausbalancierte Pack jetzt mal die ganze Nacht über stehen lassen. Und jetzt gucken wir uns mal den Vergleich zum vorherigen Mal an. Nur einmal kurz, jetzt bin ich auch sehr gespannt, den Balancer anmachen, damit wir die Spannung messen können. So, jetzt hier die App starten. So, der hat, wo ist er denn? 6, da. So, genau. Und wie man jetzt sehen kann, sind die Zellen bis auf 1 Millivolt über Nacht beieinander geblieben. Also überhaupt kein Drift, überhaupt nichts, so wie man sich das vorstellt. Und ich glaube, so können wir es lassen. Jetzt können wir es aufbauen. Heute ist es endlich soweit. Das Pack geht in Betrieb. Ich habe hier, was ich noch nie gezeigt habe, auch die Griffe, die ich immer in die Packs reinschraube. Ich kann hier den Griff abnehmen und schiebe das dann einfach hier unten durch. So, dann schraube ich den Griff auf der anderen Seite wieder dran und schon habe ich 4 sauber funktionierende Griffe, also auf jeder Seite 2, sodass man die Packs ohne große Schwierigkeiten aufeinander heben kann. Die Griffe schraube ich mal gerade dran und dann heben wir das Pack auf das andere drauf. Um das Pack jetzt zu integrieren, muss ich erstmal wieder meine Sicherheitsvorkehrungen abschalten, sprich der große ABB hier darf nicht mehr auslösen, damit wir hier nicht mehr im Dunkeln stehen. Das passiert durch diese beiden Schalter. Warum 2? Weil 2 immer besser als einer ist. In dem Fall ist es einfach, damit ich hier nicht aus Versehen auslösen kann, beziehungsweise das also es müssen beide aus sein und das ist für mich ist das schöner. Es würde auch ein Schalter reichen, ganz klar. Ich wurde das schon mehrfach gefragt. Ich mag lieber, damit ich, wenn ich mal irgendwie, wenn das mit dem Türzuklappen nicht so klappen sollte, also wenn ich die Tür zumache, dann schalten diese Schalter wieder ab. Und manchmal funktioniert das mechanisch nicht so sauber. Also wenn einer von den beiden nur an ist, dann funktioniert der ABB trotzdem. Und von daher ist mir das sicherer so. Gut, das nächste, was ich jetzt machen muss, ich hoffe, ihr könnt das irgendwie erkennen, weil die Kamera hier noch ein bisschen überbelichtet jetzt im Dunkeln. Ich muss hier unter Discharging, muss ich von der Funktion Auto auf Manual On gehen. Das hat damit zu tun, dass wenn das BMS feststellt, dass die Balancer gleich nicht mehr erreichbar sind, weil ich ja den Loop aufmachen muss, damit er dem Multiplus nicht das Signal schickt, du schalt mal auf Durchzug und mach mal aus. Also Manual On heißt, lass das alles so wie es ist. So, ich schalte das hier, speichere das jetzt an, ab. So, und ab jetzt kann ich hier den Loop aufmachen. Ich mache das gleiche vorsichtshalber nochmal bei Charging. Auch da braucht ihr mir jetzt nicht fragen, warum, aber ich würde es Manual On, würde ich jetzt preferen. So, und jetzt mache ich mal den Loop auf, fahre den Akku hier unten des Zweierpack weg und dann stapeln wir das aufeinander und dann fahre ich sie wieder in die Ecke. Los geht's. Das ist dann jetzt mal passiert. Ihr seht hier auf dem Bildschirm hier unten jede Menge. Mal gucken, so, ich hoffe, ihr könnt das erkennen, hier unten links beim Notebook, jede Menge rote Felder, ihr seht keine einzige Zellenspannung mehr beim Battrium. Man kann aber sehr wohl da oben noch den Strom und die Spannung sehen, also oben rechts. Und wie man hier jetzt auch sehen kann, wird der Akku jetzt ganz, ganz leicht entladen. Das liegt daran, dass ich die ganzen MPPTs und auch den Multiplus auf 55,2 Volt gestellt habe. Und der Akku jetzt auf zum Top-Balancen auf 55,7 Volt, glaube ich, gerade war. Draußen ist halt Sonne. Und warum mache ich das heute? Ganz einfach, die Packs sind voll, das andere Pack, das neue, ist auch voll. Und dann habe ich keine großen Ausgleichsströme dort.
So, jo, jetzt hier kann man noch mal sehen, große Lücke. Und ich fange jetzt an, das Pack da oben drauf zu stellen. Meine Frau hat mir gerade geholfen, das hier drauf zu heben. Jetzt sieht der ganze Tower so aus, genau wie der andere. Was man jetzt noch machen muss, ist hier mit so einem relativ kurzen Kabel. Die habe ich alle natürlich irgendwie vorgefertigt. Und die sind auch verdrehsicher, sodass ich die jetzt hier einfach einstecken kann und verschraube. Das neue Pack einschleife. Dann habe ich wieder nur einen Ein- und Ausgang. Und wenn alles richtig geklappt hat, so, wenn alles richtig geklappt hat, dann leuchten hier nachher oben, wenn ich das Pack dann bekannt gemacht habe, wieder schön die Balancer-LEDs. Dann kann ich hinterher den Deckel drauf machen und das war's. Hier an der Seite habe ich jetzt einen weiteren Anschluss. Ich werde jetzt die Griffe wieder entfernen und dann das Pack da wieder reinschieben. 5 Minuten später sieht es jetzt so aus. Ich habe das Pack da reingeschoben, habe auch schon die DC-Kabel angeschlossen, habe nochmal die Polaritäten überprüft. Nur die Hauptschalter hier sind noch aus. Ja, jetzt fehlt noch die Verbindung wieder her zum Battrium selber, also das Loopback. Und hier ist es jetzt so, dass ich im Endeffekt unten links angefangen habe. Das heißt, unten rechts ist der Ausgang. Dann ist es hier wieder der Eingang, Ausgang, Eingang, Ausgang. Dann habe ich hier in der Mitte noch die Kontrolleinheit für die Sichtkontrolle. Die ist momentan jetzt aus. Deswegen leuchtet die auch immer noch fröhlich vor sich hin grün. Normalerweise müsste die jetzt deutlich rot sein, wenn ich das BMS denn nicht in Wartungsmodus versetzt hätte. Und dementsprechend geht es jetzt hier unten mit BMS in weiter wieder. Stecke ich also hier wieder ein. Und dann habe ich hier noch die Gegenseite, die ich beim Bauen direkt schon berücksichtigt habe. Ziemlich lang hier unten auf der Erde. Die fädel ich jetzt mal einmal hier unten durch. Nicht schön, aber selten muss ich mir irgendwann mal noch mal was einfallen lassen. Und kommt jetzt hier oben wieder raus und geht dann hier auf das obere Pack. Und wie man sehen kann, sobald ich es einstecke, passiert hier tatsächlich auch schon wieder was. Das heißt, die Lüfter sind angegangen, der anderen Einheiten. Und hier oben blinken jetzt die. Ich hoffe, man kann das halbwegs erkennen. Hier oben sieht man jetzt, dass die Balancer am Blinken sind. Ich hoffe, man kann es zumindest ein bisschen erkennen. Wie gesagt, ist ziemlich dunkel hier in der Ecke. Das heißt, sie haben schon mal Strom, sind aber noch nicht integriert ins System. Und aufgrund dessen, dass ich die Loops wieder geschlossen habe, ist das Battrium jetzt gerade auch da fest von überzeugt, dass alles gut ist. Was man hier sehen kann, ist, dass die letzten beiden Packs, also hier die letzten 32 Zellen irgendwie so ziemlich ja, jetzt eine höhere Spannung haben. Da ist, wie gesagt, der Hauptschalter noch aus. Ich würde den jetzt einfach mal anmachen. So, jetzt ist der Hauptschalter bei den ersten 16 Zellen an. Kann man sehen, die gehen runter. Und jetzt bei den zweiten 16 Zellen auch noch. Da passt sich jetzt einfach die Spannung an. Kann man also wunderbar erkennen. Leider kann man hier auch erkennen, dass ich noch ein Problem mit zwei Zellen hier im System habe, nämlich hier vorne. Da muss ich noch mal ran. Irgendwann ist jetzt nicht besonders tödlich, weil die Zellen immer noch innerhalb der ja, bei mir vorhandenen Toleranzen arbeiten, aber trotzdem unschön. Und ja, die anderen sehen aber soweit gut aus. Da ich einen ziemlich großen Zoom-Faktor gewählt habe für die Anzeige der Zellen, machen sich auch kleine Unterschiede schon massiv bemerkbar, dass man das auch gleich sieht. So, was jetzt nicht passt, wie gesagt, ist die Anzahl der Gesamtzellen. Und daher gehe ich jetzt wieder hin und sage dem System jetzt einmal, dass ich hier unter Cell Mons weitere Zellen habe. Und zwar kann ich das tun, indem ich jetzt hier von 80 Zellen auf 96 umstelle. So. Das würde ich dann jetzt einmal machen. 96. Enter. So, und jetzt sagt mir das System, die Anzahl stimmt nicht mit dem überein. Also die konfigurierte Anzahl stimmt nicht mit der aktuellen Anzahl überein. Mach doch mal bitte einen Sync. Das mache ich jetzt gleich. Ich speichere jetzt hier mal kurz ab. Muss mal euch mal einmal kurz wegdrehen, damit ich das Passwort eingeben kann. So, das habe ich jetzt gemacht.
So, und jetzt kann ich hier oben auf Device Sync klicken. Wie man hier unten sehen kann, unten rechts in der Ecke, ich hoffe, man kann es sehen, ja, kann man sehen, sind jetzt wieder ganz viele weitere Warnfensterchen aufgegangen oder Warnsymbole aufgegangen. Das liegt daran, dass ich eine Anzahl von Zellen eingestellt habe, es aber die Anzahl der Zellen aber nicht antwortet. Also 16 Zellen fehlen im System jetzt quasi. Das liegt da und unter anderem daran, dass die, also jeder Blockmon hat einen eigenen Mikroprozessor oder einen ja, Mikrocontroller eher drauf, und dieser Mikrocontroller ist jetzt nicht programmiert. Und das Programmieren dieses Mikrocontrollers, das mache ich jetzt hiermit. Da gehe ich jetzt einmal auf Device Sync und dann nimmt dieser Mikrocontroller alle Werte an, die die anderen Werte auch haben. Jetzt drücke ich hier einmal auf Start. Auf Start. Ja, so, jetzt läuft er, Running. Jetzt sieht man hier, dass die ganzen Blockmons irgendwie alle einmal komplett leuchten. Die werden jetzt einmal der Reihe nach durchsynchronisiert, kann man auch vielleicht erkennen. Die blinken ab und zu mal so vor sich hin. So, da sieht man jetzt gerade wunderbar. Und jetzt kriegen die quasi ihre Programmierung oder zumindest die Spannungswerte und ähnliche Dinge, an die sie sich halten sollen, wie alle anderen auch. Und wenn das geklappt hat, dann müssten eigentlich alle 96 Zellen auftauchen. Gucken wir gleich mal. So, er ist noch am Synchronisieren. Es dauert leider ziemlich lange. So, hier sieht man es hoffentlich. Das System arbeitet noch. Ja, das dauert jetzt wohl ein bisschen bei 96 Zellen. Ich hole dich wieder dazu, wenn das soweit fertig ist. Natürlich, gerade auf Abschalten gedrückt und schon ist die Synchronisation durch. So sieht das dann aus. Device in Sync. Und jetzt sieht man hier auch, dass die ja so fröhlich vor sich hin blinken, wie man das aus meinen anderen Videos kennt. Das heißt, jetzt kreist hier einmal das Datenpaket durch und durch alle anderen Packs, da sieht das genauso aus. Und läuft dann durch die Loop-Leitung wieder zurück zum Battrium. Das Battrium sitzt hier unten, dort, also das obere mit den grünen Anschlüssen, leuchtet jetzt weiß. Das ist soweit in Ordnung, da ich im Administrationsmodus bin. So, das heißt, jetzt müssten wir, wenn wir alles richtig gemacht haben, unten links sieht man auch wieder, dass die Icons jetzt deutlich weniger geworden sind. Und wenn ich jetzt hier auf meine Charts gucke, genau, dann sehe ich da rechts neue Zellen, die jetzt aber deutlich out of sync sind von der Spannung her, und die schalten wir jetzt einfach mal zu. So, das habe ich jetzt gemacht. Jetzt läuft da ein Ausgleichstrom zwischen den ganzen Zellen und zwischen den neuen Zellen und gleicht die spannungsmäßig an. Das passiert jetzt gerade im Hintergrund. Und jetzt kann ich hier auch noch den letzten Knee einschalten. Dann habe ich insgesamt 6 im Betrieb. So. Also der Balancer ist jetzt auch angegangen und wird dann dafür sorgen, über Zeit, dass ich die Zellen quasi angleichen. Ich habe ja, wie ihr in einigen Videos jetzt in letzter Zeit gesehen habt, diesen Block missbraucht, um zum Beispiel einen anderen Balancer zu testen, und habe die Zellen sehr, sehr weit runtergezogen, habe die jetzt aber nur ganz grob angepasst an die Spannung, und von daher wird das jetzt ein bisschen dauern, bis das letzte Pack sich angeglichen hat. So sieht das Ganze jetzt aus. Wie ich gerade eben sagte, habe ich da eine Zelle vorne, beziehungsweise eigentlich sogar zwei. Die erste scheint sich gerade so ein bisschen zu erholen. Ja, da muss ich nochmal ran. Vielleicht ein Kontaktfehler, vielleicht ist die Zelle auch selber irgendwie problematisch. Mal gucken. Da ist eh mal wieder eine Revision angesagt. Schauen wir mal. So, aber so sieht so ein Batterium mit 96 Zellen aus. Das Ganze funktioniert jetzt auch. So sieht es aus, wenn es in Betrieb ist. Ich lasse den Deckel noch ein bisschen auf, dann kann ich das Ganze noch im schlimmsten Fall noch ein bisschen, zum Beispiel wenn es zu lange dauert mit dem Balancieren, kann ich einzelne Zellen noch nachholen. Also mit dem Ladegerät etwas nachziehen. Das dauert dann nicht ganz so lange, bis es sich ausgeglichen hat. Den Notbetrieb können wir jetzt hier wieder beenden. So, jetzt sind wir wieder im Regelbetrieb.
Und ach so, das habe ich hier natürlich auch noch nicht gemacht. Ich habe die Control-Logic noch nicht wieder angepasst. Ja, auch mal gerade noch ganz schnell zusammen. So, Charging geht jetzt wieder auf Auto. So, das speichere ich ab. Discharging geht jetzt auch auf Auto. So, jetzt funktioniert das Ganze wieder. Jetzt ist das System wieder im Regelbetrieb. Gut, das war's. Jetzt habe ich hier meine 6x14,3 Kilowattstunden im Betrieb. Ich werde auch kein siebtes Pack mehr bauen, hatte ich glaube ich schon irgendwo mal erwähnt in dem Video. Liegt einfach daran, dass nebenan noch zwei weitere Blöcke arbeiten, also noch 2x14,3 Kilowattstunden. Nur einer in dem EEL-Gehäuse und einer im Gobel-Gehäuse. Hätte ich das mit diesen Gehäusen, dass man die jetzt käuflich erwerben kann, vorher gewusst, dann hätte ich mir vermutlich die Arbeit auch gespart, das alles selber zu machen, sondern hätte mir so ein Fertiggehäuse gekauft. Batrium finde ich weiterhin total klasse. Also das ist der Porsche unter allen BMSen. Da werde ich auch weiter, damit werde ich weiterarbeiten. Und ja, vielleicht baue ich es sogar tatsächlich auf diese anderen beiden Packs, die ich da noch habe, aus. Mal sehen, weiß ich noch nicht. Aber die Ära der Holzgehäuse bei mir geht jetzt erstmal vorbei. So, vielen Dank fürs Zusehen. Lasst mir doch bitte ein Like da, das wäre sehr wichtig für mich. Und natürlich ein Abo, wenn ihr es noch nicht getan habt. Es werden mit Sicherheit noch jede Menge weitere Videos folgen zum Thema Lithium-Eisenphosphat-Akkus und Do-It-Yourself. Seid gespannt drauf und jo, alles klar. Wir sehen uns, macht's gut, danke und bis dahin. Tschüss.